Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Gleich wieder ein Vigor Gameplay. Vorher will ich aber euch meinen aktuellen Status mal zeigen, denn ich werde immer wieder gefragt in den Kommentaren, wie ist denn der Shelter-Ausbau aktuell bei dir so, wie sieht's aus? Und aktuell sieht es so aus. Hier seht ihr jetzt also meinen Skilltree mal eingeblendet. Das Haus, also mein Unterschlupf, ist auf Stufe 13 soweit vom Skin her fertig ausgebaut, aber die einzelnen Stufen sind noch nicht ganz fertig. Alles, was grün ist, ist schon komplett ausgebaut. Die anderen Sachen sind noch nicht so weit, wie zum Beispiel der Holzblock. Da fehlt mir noch eine Stufe. Bei der Antenne fehlen mir noch drei Stufen sogar, 11, 12 und 13. Das Windrad ist am wenigsten noch ausgebaut. Da bin ich erst auf Stufe 8 von 13. Das Plumpsklo auf Stufe 12 und der Räucherschrank auf Stufe 11. Ich bin bei Stufe 275, da ist noch ein bisschen was, aber bald habe ich es geschafft. Also, ich ziehe weiter durch die Outlands und sammle fleißig Loot ein, damit mein Häuschen hier bald fertig wird. Da wünsche ich euch jetzt auch wieder viel Spaß bei, jetzt ein Gameplay und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute und jetzt, let's go! Okay, wir starten hier hinten. Richtung Biff könnten wir gehen. Eigentlich gehe ich immer Richtung Biff. Ich überlege gerade, ob ich mal hier hingehe, aber nee. Ich glaube, das ist schon die beste Idee, weil da hinten bei Biff auf jeden Fall jemand spawnt. Hier packen wir erstmal einen Sender hin. Jo, da läuft. Ja, ich hab schon gesehen. Moment. Okay. Willkommen bei Biff. Ob hier noch jemand ist? Ich glaube nicht. Ich höre da hinten beim Dammschüsse. Wir looten erstmal Biff, wenn wir schon mal hier sind. Dann gucken wir erstmal. Ja, vielleicht ist da hier sogar noch eine blaue Box irgendwo. Hier ist aber nichts leider. Schade. Was haben wir hier noch? Nix. Jetzt gucken wir oben nochmal. Nicht, dass hier jemand doch noch ist. Muss echt aufpassen eigentlich, aber hier ist niemand. Okay. Auf dem Damm ist der Tresor oder im Damm. Und das andere, das Safehouse, wurde glaube ich auch noch nicht geöffnet. Mal gucken, ob hier noch eine blaue Kiste ist. Ja. Und ist die noch offen? Noch zu? Ist die noch offen? Die ist noch zu und jetzt gleich offen. Perfekt. Das kann raus. Wir löschen hier auch die Muni raus. So. Jetzt schauen wir mal, wo ist denn der nächste? Weit weg. Echt, beim Tresor ist niemand? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich würde sagen, hier versteckt sich vielleicht jemand. Und sonst ist der nächste hier im Wasserlabor. Okay, wir sollten es im Auge behalten, ob das Safehouse geöffnet wird. Und kurz eben schnell zur Kommstation. Hier. Nee. Vielleicht können wir die noch verlegen.
Jemand ist beim großen Detektor. Wo ist der nochmal? Ach, da unten, okay. Gar nicht so weit weg. Wir sollten jetzt hier auf jeden Fall gleich verschwinden. Wir packen den dahin. Okay. Ja, jetzt gehen wir wieder da hoch. Tresor ist dieses große gelbe Haus hier vorne. Das da. Das ist Safe House, okay. Oh Mann, ob sich hier jemand versteckt? Ich glaube ja, passt auf. Wir müssen vorsichtig sein. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass hier jemand im Damm sich versteckt. Wir stellen jetzt einen Sender auf, so einen Störer meine ich. Tresor ist jetzt hier direkt runter. Hier ist niemand, okay. Das ist schon mal gut. Gucken wir mal kurz, ob wir hier vielleicht jetzt schnell die Schalter finden. Ich habe eigentlich keinen Bock, mich ewig im Damm zu verlieren. Radioaktiv ist noch nicht drauf, ist gut. Wir machen Tarnfeld drauf. Das ist immer die nächstbeste Idee, nachdem wir den verlegt haben. So, jetzt schauen wir mal. Loot ist hier auf jeden Fall. Schon mal gut. Wir können das einpacken. Und wieder raushauen. So, und... Oh, ein Pen. Perfekt. Oh Mann, das ist sehr gut, dass die hier so einfach zu finden sind. Aber Schalter weiß ich nicht genau. Da ist einer. Perfekt, da rechts in der Ecke. Man hört ihn hier nicht surren, aber ich habe ihn gesehen zum Glück. Und da ist der Tresor in der anderen Ecke. Ja, wo ist Schalter Nummer 2? Hier bestimmt, hoffentlich. Hoffentlich irgendwo hier. Hier rauscht leider nur diese Konsole, die rauscht auch immer. Die irritiert ziemlich. Ah ja, mein Gott, wo ist wohl Schalter 2? Der könnte jetzt echt überall sein. Wir müssen nochmal gucken, ob der vielleicht doch nicht auch hier noch irgendwo ist. Auf der anderen Seite vielleicht. Hier unten? Nee, aber da sind noch Chemikalien und Benzin. Guck mal, Störsender läuft immer noch. Das ist sehr gut. Also sollte jemand hier auf den Damm kommen und in den... Bereich, Frequenzbereich des Störsenders gelangen, kriege ich das auf jeden Fall mit. Safe House ist immer noch dicht. Also hier habe ich gerade echt gut Zeit, um ja, den Tresor aufzumachen. Leider habe ich den zweiten Schalter immer noch nicht entdecken können. Wie gesagt, manchmal ist der könnte hier oben sein. Manchmal ist der hier so in dieser Ecke. Ja, hier ist er tatsächlich. Geil. Eins und los. Hoffentlich klappt es, dass ich jetzt Schalter 2 rechtzeitig erreiche, aber eigentlich müsste das funktionieren. Offen. Währenddessen landet der Airdrop, da wo das Safe House ist. Sehr geil.
Okay, was haben wir hier im Tresor Schönes? Noch eine, vielleicht eine bessere Waffe? Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen Loot Management hier machen. Das und das soll noch mit. Okay, Leute, dann machen wir das noch raus und nehmen noch das mit. Und der Rest sieht ganz gut aus, obwohl ein Benzin. Aber der andere Kram ist nicht so wichtig. Okay, perfekt, so. Achso, ist da gar keine Munition drin gewesen? Moment, habe ich die jetzt... Hä? Doch, Moment, die müssen wir natürlich noch mitnehmen. Dann, guck mal, das kann zum Beispiel raus. Sprengfalle. Brauchen wir nicht. Dann haben wir auch gleich noch ein bisschen Platz für weiteres Loot. So ist gut. Okay, mein Störsender ist inzwischen aufgebraucht. Fährt der runter? Ja, ne? Der Abwurf liegt hier direkt vor der Tür. Ich müsste jetzt eigentlich nur runterfahren und mir den einsammeln. Genau so machen wir es auch. Der nächste ist bei Biff. Also das ist weiter weg als hier bis da, oder? Als bis zum Safehouse. Das heißt, wenn sich hier keiner versteckt, dann gehe ich jetzt auch noch den anderen Safe aufmachen. Wild. Das wäre jetzt wirklich wild. Oh, ich bin falsch rumgelaufen, aber da ist noch Loot. Das nehmen wir mit. So. Okay. Wir sind unten im Kernkraftwerk angekommen. Jemand ist noch beim Detektor, jemand ist oben bei Biff. Lass uns ganz schnell den Abwurf schnappen. Aber da müssen wir was rauslöschen. Ja, packen wir das weg so. Nicht, dass da oben jemand mich sniped. Okay. Boah, ich bin fett bepackt. Aber mit Tarnfeld sehr gut. So, jetzt habe ich aber leider kein Ping mehr, kein Störturm mehr. Und die Tür ist offen. Ist der Tresor vielleicht doch schon weg? Habe ich es nur nicht mitbekommen. Irgendwie sieht mir dieses Haus ein bisschen mysteriös aus. Ich gehe da nicht rein. Vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen. Wir werden es nicht erfahren. Ich werde es nicht erfahren. Obwohl doch, später in der Nachbearbeitung vielleicht. Vielleicht wurde es nämlich eingeblendet. Leute, ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Ich nähere mich jetzt mal dem Exit, obwohl ich ein ungutes Gefühl habe, da jetzt reinzulaufen. Aber normalerweise müssten, wenn, dann jetzt die Raben kommen. Okay. Ja, ich hau ab. Mit gutem Loot. Muss man wirklich sagen, weil ich fühle das, wie schwer bepackt ich bin. Das ist eine Menge, was ich da im Rucksack mit mir jetzt gerade rausschleppe. Und irgendwie das andere Safehouse, das sah mir irgendwie ein bisschen verdächtig aus. Und ich hätte eh nicht mehr Platz in den Taschen gehabt. Deswegen, das ist schon gut so. Und den Abwurf, den können wir jetzt auch noch auspacken. Insofern, da kommt noch ein bisschen Loot oben drauf. Perfekt. Die blaue Box war da ja auch noch. Ja. Das hat sich schon gelohnt. Und wir machen noch die Kiste auf. Die olle graue Kiste. Aber hier, guck mal. Draht, 30, 110 Metallteile. Das ist nicht verkehrt. Gutes Loot. Dankeschön. Denn ich bin mit meinem Shelter-Ausbau auch noch nicht ganz fertig.
Da ist ja noch einiges zu tun. Und deswegen bin ich gern unterwegs auf Loot-Tour und sammle mir nach und nach das zusammen, was mir noch fehlt, damit das Häuschen dann irgendwann auch mal fertig wird. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei dieser Loot-Tour und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch beim nächsten Video wiedersehen. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.